seid ihr auch schon wieder hier? Jo, das ist gut. Ja, ne, diese Woche war Berufsschulwoche. Interessant, lehrreich, aufschlussreich. Kurz zusammengefasst, so sieht es aus. Aber kommen wir erstmal zu den kleineren Highlights. Ne? Also, Highlight Nummer 1 für mich, dank euch. Ne? Wir haben 100 Abonnenten auf diesem Kanal. Wir hoffen natürlich, dass es noch weitaus mehr werden. Also, freue ich mich, wenn ihr weiter fleißig zuguckt und kommentiert. Ne? So sieht es nämlich aus. Ne? So. Ja, moin auch. Ne? Ich bin jetzt zum ersten Mal an dem wundersamen Ort eingetroffen, der sich Schule nennt. Ja, also erster Schultag heute. Da wollen wir doch glatt mal sehen, was die uns so Schönes erzählen hier. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Ja, diese Woche Berufsschule. Sehr aufschlussreich, sehr lehrreich, sehr interessant. Hauptsächlich haben wir uns diese Woche schönen Dingen beschäftigt. Die sind hier Anti-Rutschmatte genannt. Ne? Und diesen schönen Kollegen hier. Ne? Also, ganz genau genommen, haben wir uns beschäftigt mit Ladungssicherung. So sieht es nämlich aus. Ne? Überall ein bisschen anders in der Praxis, aber die Theorie will ja auch beherrscht werden. Ne, so ist es ja nun mal. Und da gibt es nämlich ganz viele schöne, tolle Formeln und ganz schön viele tolle Aufgaben, die man so lösen kann. Gott sei Dank muss man ja sagen, haben wir einen fähigen Lehrkörper, der sowas beibringt. Ne? Gibt uns dann solche schönen Aufgaben, wo dann das Flugfahrzeug mit seiner Masse drauf ist, der Anhänger mit seiner zulässigen Gesamtmasse, die Ladung, die wir zu transportieren haben, und wie wir das dann so abzusichern haben, dürfen wir dann ausrechnen. Anhand von Formeln, also erstmal Schwerpunkt der Ladung und ob er dann überhaupt auf dem LKW an der Stelle so verladen werden darf und so weiter und so fort. Na, so einen kleinen Clip habe ich euch auch noch eingefügt. Na, das ist aus dem Grund, wie es eben nicht geht. Genau, das könnt ihr dann nämlich da sehen. Ja, ne? Und dann so ungefähr das bessere Beispiel, wie es denn geht, wie wir uns erstmal Gedanken machen, was für ein Fahrzeug nehmen wir. Dann erstellen wir einen schönen Ladeplan, dann ermitteln wir mal einen Gesamtschwerpunkt. Dann gucken wir mal nach der Lastverteilung, ob das überhaupt so möglich ist. Sollte dieses Möglichkeit sein, ne, dann gucken wir mal nach der Aufbaustabilität. Ne? Geht die Rechenreihe gerade weiter. Ne? Und dann prüfen wir mal, ja, welche Sicherungskraft brauchen wir denn? Und dann gucken wir auch nochmal, ob das ganze Ding tippstabil ist. Und dann wissen wir irgendwann mal, wenn wir unten angekommen sind, wie viel Gurte wir brauchen und wie wir es verzuren. Na? Diagonal zuren oder niederzuren. So sieht das Ganze aus. Ja, dann haben wir auch noch das wunderschöne Fachtechnik gehabt. Da haben wir uns dann mal um das beschäftigt, was da so unter uns sich dann so bewegt. Eher gesagt, was uns dazu bringt, dass der ganze LKW sich bewegt. Na, da habe ich euch jetzt auch noch so einen kleinen Clip reingehauen, weil über den haben wir gesprochen, über den Motor. Hubraum, Aufbau und solche Geschichten. Genau. Ne? Ja, und dann habe ich hier noch so einen ganz tollen Flyer gefunden. Also dieses Jahr ist das bestimmt noch nicht für mich, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Aber wer weiß, ob ich mich 2019 dann habe. Könnte man sich ja überlegen. Es gibt auf jeden Fall tolle Preise. Irgendwie soll es geben, ja, Fahrpreise im Gesamtwert von 6.000 Euro oder zum Beispiel ein Wochenende beim Grand Prix oder. Ne? Wie gesagt, ich werde es dieses Jahr nicht tun. Falls da draußen irgendjemand von euch Lenkrad-Festhaltern, Azubis ist, ne,
www.best-bks.de. Könnt ihr euch anmelden, könnt die ganzen Fragen beantworten. Und bleibt drin. Ich drücke euch auf jeden Fall die Däumchen. Ne? Genau. So ist es. Ja, das haben wir dann auch so gedacht. Ne? Ja, dann haben wir noch so ein bisschen Politik. Ja, ne? Also sowas wie Grundrechte von Auszubildenden und Pflichten von Auszubildenden und solche Geschichten. Also in einmal so ein bisschen Ausbildungsvertrag durchgehen. Ne? Echte Pflichten halt. Das ist nicht so. Und dann haben wir so ein seltsames Fach, das nannte sich Deutsch. Naja, es war irgendwie kein Deutsch, es war irgendwie eine andere Art von Politik. Oder irgendwie eine andere Art von Fachkunde, möchte man sagen. Weil wir kommen auf den Paragraph 2, Absatz 2 des Grundgesetzes. Unversehrtheit des Menschen und so weiter. Aus der resultieren sich dann ja ergeben die Arbeitsschutzgesetze. Also diesen Umkehrschluss muss man erstmal ziehen, aber er ist nicht ganz so fern, aber da muss man erstmal hinterherkommen, dass es so sein könnte. Jo, das habe ich dann so diese Woche gemacht, in der schönen Berufsschule. Ja, und dann jetzt an diesem Freitag, da ist dann tatsächlich, wo ich dann auf dem Weg nach Hause war, so wieder was passiert in dieser Gesellschaft. Ich könnte mir einen Kopf packen. Ja. Also die Menschen, die ich da so gesehen habe, ne, alle in den Sack stoppen und einmal Popo voll. Ne? Also, bin nach Hause gefahren, über die Autobahn, ja, und dann passierte vor mir ein Unfall. Wer mal vorkommen. Und denkst du, da hält irgendeine Sau an, um zu gucken, ob es den Beteiligten gut sieht? Nein. Ne? Also ich war das achte Fahrzeug, ne? Ich bin dann angehalten, hinter mir ist noch einer angehalten, um dann erstmal die Unfallstelle abzusichern und zu gucken, was mit Erste Hilfe und sowas ist, und Versorgung und Polizeirufe und all sowas, weil das sah da aus wie auf dem Trümmerfeld. Und dann fahren die Leute da einfach dran vorbei. Was ist denn los in dieser Welt? Das kann doch nicht sein. So eilig kann man es nicht haben, dass man seine Mitmenschen da im Grunde verrecken lässt. In diesem Fall muss man sagen, Gott sei Dank ist keinem was passiert. Ja gut. Leute, Trauma und sowas, ein Schock und sowas, wird da alles schon irgendwo bei sein, aber keine ist für mich und meinem anderen Ersthelfer, der damit vor Ort war, wichtigen anderen Verletzungen, wo man jetzt hätte stark intervenieren müssen. Ja. Faszinierend war dann auch, wo wir das dann so weit abgesichert hatten, bis die Polizei kam, wie viele Leute da auch noch mit dem Affenzahn über dieses Trümmerfeld rübergefahren sind. Da haben wir auch nur gesagt, was soll das? Da lagen ja wirklich so Stoßstangenteile und so eine Scheiße rum. Und dann sind die einfach drüber gebügelt mit locker 100 Klamotten, ne? Aber gut, ne, das dazu. Dann noch eins. Leider habe ich diese Woche natürlich allzu viel Filmmaterial. Ich hoffe, es war trotzdem informativ für euch. Ich freue mich über jeden Kommentar, Like und natürlich auch über jedes weitere Abo. Na, wir sehen uns dann wieder. Nächste Woche bin ich wieder im Betrieb. Also wieder ein paar mehr Bilder und sicherlich auch sehr viele interessante Stories wieder zu verklickern. So sieht es aus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.